Massage im Studio oder zu Hause. Physiotherapeutin Claudia Scharf kennt beide Varianten und findet, beides macht Sinn. Die große Nachfrage an Massagen zu Hause hat dazu geführt, dass Masseure heute mit einer perfekten Ausstattung zu ihren Kunden kommen können. Die zusammenklappbaren Liegen sind genauso gut wie die fest installierten in den Praxen. Die Frage wird wohl eher sein, in welcher Umgebung fühle ich mich wohler? Zu Hause oder im Wellnessstudio? Als erstes ist die mobile Masseurin gebucht. Du musst Caroline sein. Genau, Claudia. So ist es. Hallo. Was hast du jetzt alles dabei? Ja, in der großen Tasche verbirgt sich die Massagebank, das Massageöl, Musik und Handtücher. Alles, was wir für die Massage brauchen. Studentin Julia wartet schon zu Hause. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Kommt rein. Ich auch. Bei einem mobilen Massageteam im Internet hat Julia die Masseurin entdeckt. Angekommen in der Wohnung baut diese ihre Massageliege zwischen Schreibtisch und Bett auf. Was für ein Service und dann auch noch bezahlbar. Ich zahle für eine Ganzkörpermassage 60 Minuten 65 Euro. Das klingt gut. Hast du jetzt extra aufgeräumt? Vielleicht habe ich ein bisschen mehr aufgeräumt, als ich sonst sowieso aufräume. Und wie ist das? Ist es komisch, wenn jemand Fremdes zu dir nach Hause kommt? Auf der Webseite konnte ich ja die Bilder der Masseure sehen und habe mich auch bewusst für eine Frau entschieden. Ohne das Haus zu verlassen, kann man sich also professionell massieren lassen. Damit aber die Entspannung tatsächlich wirkt, darf niemand stören. Auch sollte man das Telefon und alles, was ablenkt, ausmachen und Familienmitglieder um Rücksicht bitten. Die Anfahrt der Masseurin ist im Preis von 65 Euro für die Ganzkörpermassage enthalten. Einzige Bedingung für den Hausbesuch, die Masseurin ist erst ab einer Stunde aufwärts buchbar und muss dann auch gleich weiter zum nächsten Termin. Und genau das ist für mich der entscheidende Faktor. Julia kann ganz entspannt von der Massageliege auf die Couch wechseln und muss sich nicht mit dem Auto durch den Verkehr kämpfen oder Bahn oder Bus erwischen. Julia, wie hat dir jetzt deine mobile Massage zu Hause gefallen? Also die Massage an sich war ein Traum, war super. Natürlich hat man immer noch den Zuhause-Charakter, aber ich freue mich auch total darauf, dass ich jetzt zu Hause bleiben kann. Würdest du es wieder buchen? Ich würde es sofort wieder buchen, also beide Daumen nach oben. Zwei Tage später. Julia wird nun eine Ganzkörpermassage im Studio bekommen. Masseur Axel ist Diplom-Sportwissenschaftler und hat seinen Behandlungsraum zu einer richtigen Entspannungsoase gemacht. Inklusive der Parkplatzsuche habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um herzukommen. Aber das Ambiente hier entschädigt dafür schon mal unglaublich. Axel, bei dir kostet eine Ganzkörpermassage für 60 Minuten 70 Euro. Ja, das ist richtig. Also wenn die Kunden zu mir nach Hause ins Studio kommen, dann kostet es 70 Euro. Wenn ich mobil unterwegs bin, dann kostet es mehr. Ah, mobil unterwegs. Wo ist da für dich der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass ich hier in meinem Studio noch die Möglichkeit habe, zusätzliche Wärmebehandlung vorab zu geben. Die kosten aber extra. Die kosten extra. Ein kleines Wärmekissen auf dem Rücken ist in den 70 Euro aber mit inbegriffen, sowie der Einsatz von Fellsocken. Preislich sind sich mobile Massage und die Wellness im Massagestudio also sehr ähnlich. Und doch ist alles anders. Julia, wie hat's dir gefallen? Mir hat's super gefallen. Also unglaublich, das Ambiente hier ist total sinnlich. Der Duft allein, der in der Luft liegt, dann das gedämpfte Licht durch die Kerzen. Mir war die ganze Zeit schön warm durch diese Wärmepads. Also ich bin mega entspannt. Was hat dir besser gefallen? Das eine, die Variante zu Hause, ist natürlich extrem zeitsparend. Für den Rahmen hier würde ich mich entscheiden, wenn ich wirklich mal dem Alltag entfliehen möchte. Für jeden was dabei. Für die mobile Variante spricht, dass man nicht unterwegs sein muss. Im Studio sind die Behandlungsmöglichkeiten jedoch vielfältiger. Weil aber die Massage zu Hause immer preiswerter wird, mausert sie sich zur guten Alternative. Fit and Well wurde Ihnen präsentiert von der Krankenkasse IKK Classic. Steven Bentin ist heute Morgen bei uns zu Gast. Er ist Heilpraktiker und Masseur und hat eben diesen Trend erkannt und arbeitet als mobiler Masseur. Wie man sieht, auch hier bei uns im Studio gleich einsetzbar. Veronika, wie fühlt es sich an? Super. Was ist denn die beliebteste Massage, die Menschen gerne haben oder buchen bei dir? Ich denke, am besten geht die klassische Massage oder auch schwedische Massage genannt. Insbesondere für die Büros ist die sehr beliebt, wenn die Räume da sind, dass man eine Liege aufstellen kann. Das ist das, was du gerade machst, ne? Genau.
Da muss man dann aber einen Extraraum haben, weil man muss sich sozusagen entkleiden, wie man sieht. Was machst denn du anders, als wenn ich jetzt an Veronika rumkneten würde? Ich glaube, ich gehe ein bisschen tiefer rein ins Gewebe. Kenne ja die Muskelstrukturen und weiß, wo ich arbeiten kann. Ich denke, der Laie arbeitet da mehr mit Streichungen, um auf der sicheren Seite zu sein. Okay. Und wie sorgst du dafür, dass du dann selber nicht am Ende des Tages selbst total verspannt bist? Da gibt es ja auch für Masseure immer so einen Trick, ne? Zum einen hilft es, wenn man eine Freundin hat, die selber Shiatsu-Therapeutin ist, dass man sich da gegenseitig ein bisschen behandeln kann. Und ansonsten einfach selber gucken, dass man in seiner Mitte ist, vernünftig steht, sich die Kräfte ein bisschen einteilt. Shiatsu hast du gerade. Es gibt ja wahnsinnig viele Begriffe rund um die Massage, zum Beispiel auch Hot Stone Massage. Was ist das? Die heiße Steinmassage wird mit Basaltsteinen gemacht. Das ist ein Vulkangestein, der die Temperatur sehr gut hält. Da wird man auf eine Liege gelegt, Steine kommen unten drunter und anschließend massiert man noch mit den heißen Steinen. Heute haben die Leute oft das Bild, dass die Steine einfach nur auf den Rücken gelegt werden. Damit arbeitet man also auch richtig kreisend und mit Druck. Und ist das nun besser oder schlechter oder ist das Ergebnis eigentlich immer gleich? Die heiße Steinmassage eignet sich besonders gut für Sportler. Mhm. Da man schön mit der Wärme in der Muskeltiefe arbeiten kann. Ansonsten. Was genau Shiatsu-Massage ist und dass man da eigentlich wieder angezogen sein muss, werden wir gleich noch mit Steven Bentin besprechen. Das große Massagethema. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen und fragen vielleicht, wie du schon gesagt hast, einfach mal den Partner. Gut, du bist vielleicht kein mobiler Masseur, aber du kannst ja vielleicht auch mal Hand anlegen. Jan, zum Beispiel. Selbstverständlich kann ich mal Hand anlegen. Ja. Ja. Massagehand. Jetzt oder? Nein, später. Später. Ja, gerade kann ich nicht mehr in die Richtung gucken, weil ich nämlich jetzt nach da moderieren soll. Schade. Naja, irgendwas ist immer im Leben. Aber es ist auch ein spannendes Thema, um das es gleich geht. Er ist nämlich Extremabenteurer, geht für seine Reportagen dahin, wo bisher kaum jemand war. Richard Gress, tausende Kilometer quer durch Afrika. Und er ist hin zu den Stämmen der Ureinwohner und hat dort ganz tolle Dinge erlebt, ganz beeindruckende Sachen. Und er war ganz dicht dran an Elefanten, auch wenn das sehr, sehr gefährlich geworden ist. Richard Gress und sein Kameramann, die sind gleich zu Gast bei uns. Bleiben Sie dran.